Toxic! So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einem neuen Kurzprojekt. Es ist Slender. Ein paar Leute haben sich's gewünscht, weil sie wissen, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der sich ziemlich leicht ankackt. Und ich kack mich jetzt schon an. Und, ja, worum geht's bei Slender? Ich glaube, die meisten Leute wissen es, aber wir sind in einem düsteren Wald und hinter uns ist so ein komischer langer. Hinter uns ist ein komischer langer Typ, der lange Arme hat, und Slenderman ist halt so eine Sagengestalt, der oft bei Kindern und im Wald und bei Nebel gesehen wird. Und wir sind jetzt in den Wald, wie könnte es anders sein? Und jetzt haben wir die Aufgabe, so komische Notizen aufzusammeln. Und diese Notizen, diese da, das sind genau diese. Da, das ist auch der Slenderman. Da. So, schaut aus, und wenn ich den jetzt aufnehme, dann kommt schon mal so scheiß Musik, wo ich mich schon mal anscheiß. So, oh mein Gott, ich hab jetzt schon hier ein bisschen Herzflattern. Und das Schlimme an diesem Spiel ist, wenn du dich umdrehst, steht er meistens da. Nee, er steht nicht da, aber das Spiel ist echt heftig und ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel Angst. Also, ich meine, er steht einfach irgendwo da und schaut dich an. Und je mehr Zettel du einsammelst, desto mehr steht er da. Also desto mehr verfolgt er dich. Und stehen bleiben, Leute. Stehen bleiben ist die geschissenste Dings, was du machen kannst. Hallo? Hör auf zu lecken, das ist Oh, es gibt acht Zeiten. Hallo, Slender. Mr. Slenderman. Slenderman Ken. Hey, Slenderman. Wo ist er? Ah, ich mache genau den Fehler, ich drehe mich nämlich um. Und das sollte man bei diesem Spiel eher vermeiden. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ich bin ein ziemlich großer Angsthase. Besonders Amnesia und so, das sind Spiele für mich, andere Freunde, die lachen drüber, und ich sterbe hier. Also, ich habe schon mal die Rente eingereicht. Es zwickt und juckt am ganzen Körper. Bei mir macht sich die Angst immer so schön breit. Also, man hat den Typen noch nicht gesehen, bis jetzt. Hallo, Slenderman. Man hat ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Also, noch lasse ich Zeit, noch schmiert er sich sein Nutella-Brot. Und noch... Ich habe wirklich extrem Angst. Und ich versuche das gerade zu überspielen mit viel Reden und so. Aber ich mache die ganze Atmosphäre dadurch kaputt. Aber das macht mir gar nichts. Denn ich brauche keine Atmosphäre. Ich brauche einen Therapeuten. Wenn mir einen guten Therapeuten kennt. Meine Telefonnummer ist... Haha, das sage ich jetzt nicht. Ja. Boah, wo ist er? Und diese Kackzettel da, die sind wirklich... Oh, wenn ihr meine Mausführung seht, Leute, dann seht ihr, dass die sehr abgehakt ist. Oh, jetzt kommt das Scheißhaus. Ah, wie ich das Scheißhaus hasse. Weil in diesem Scheißhaus ist es dunkel. Ja, dunkel wie in einem... Ich mag ihn. Nee. Das Haus machen wir später. Oder machen wir... Nee, das Haus machen wir jetzt. Oh, ich hab so Angst, Leute. Oh, und nicht so... Oh, nicht. Hallo. Da steht er! Habt ihr ihn gesehen? Ja, wir haben ihn halt. Oh ne, oh shit. Ein Sessel. Warum, was macht ein Sessel hier? Slenderman sitzt nicht. Oh ne. Das war eine Sackgasse. Warum? Warum muss ich in eine Sackgasse rein? Mausführung. Oh mein Gott, ich zittere! Hallo? Warum ist da so komischer Wind? Boah, nee, ich geh aus dem Haus raus! Ich geh raus! Scheißegal, ich brauch keine Zettel! Oh, ich geh aus dem Haus raus! Wer braucht Zettel? Ich kann mir sowieso nichts aufschreiben! Für was brauche ich dann so blöde Scheißzettel? Und ich drehe mich jetzt sicher nicht um. Ah, das Spiel rennt 5 Minuten und ich hab. Und für mich ist es so. Ha! Zettel! Ah, nicht nach links schauen!
Oh, fuck! Ja, jetzt kommt die andere Kackmusik auch noch, als wäre die andere nicht genug! Wo ist er? Oh, oder ich kann doch die Taschenlampe ausdrehen. Aber warum soll ich das machen? Im Dunkeln habe ich ja noch mehr Angst. Also ich meine, ich kann auch bei mir hier nicht dunkel machen. Ich muss das Spiel am Tag spielen, weil meine Mutter pennt am Abend immer. Und dann kann ich nicht spielen. Und besser... Okay. Besser hell als gar nicht. Meine Devise. Renda! Show me your fucking face. Gut, dann geh mal zu diesen dezenten kleinen Steinchen hier. Ich schwitze so sehr. Ich wollte das gar nicht spielen, Leute. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich das angefangen habe zu spielen. Die Idee besteht ja schon länger. Also. Vier! Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, wo ist er? Oh, da ist irgendwo hinter mir! Der ist irgendwo hinter mir! Nein, der ist irgendwo hinter mir! Da ist er! Oh mein Gott! Der ist irgendwo hinter mir! Irgendwo ist er! Oh mein Gott, der ist hinter mir! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da! Ah! Da ist ja Dominik noch hübscher! Oh mein Gott, ich hab wirklich so sehr Angst! Okay, wo muss ich denn noch hin? Können wir da nicht bald beenden? Können wir hier nicht bald abbrechen oder so? Irgendwie so das Spiel mal für eine Ewigkeit liegen lassen und nie wieder angreifen. Das wäre mir das Allerliebste. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, mein Herz tut schon weh. Nein! Leute, hier seht ihr, das Zittern! Das ist Angstzittern! Das ist so totales Angstzittern! Da hinten steht er! Okay, jetzt Mann gegen Mann! Faustkampf! Oh, da flackert der Bildschirm so kacke! Ja, das sollte ich nicht machen! Oh, shit! Ich hab so sehr Angst! Oh, es gibt doch irgendwo einen Tunnel. Boah, ich zitter so extrem. Das ist nicht mehr geil. Und anscheinend spielen wir ein kleines Mädchen, weil sonst würde hier keiner so atmen. Das ist irgendwie ein kleines... Ja, wir spielen ein kleines Mädchen, das gerade von irgendeinem Serienmörder oder... Ist Slenderman eigentlich ein Mörder? Ich kannte Slenderman, bevor er cool war. Also ich kannte ihn schon davor. Als, alle kennen ihn ja halt jetzt durch das Spiel. Aber das Spiel ist auch sehr populär geworden in letzter Zeit. Oh, ich habe so Angst. Weil das Schlimme ist an diesem Spiel, du weißt ja, dass er jeden Moment hinter dir ist. Ich dreh mich jetzt nicht um. Also das Leiberl kann ich wechseln, das ist jetzt schweißnass. Und wer es haben will, schreibt mir eine PM. Jetzt komm. Oh, ich schwitze so, meine Tastatur ist voll nass. Oh, da ist schon wieder das Kackhaus. Ich so. Oh, da hinten! Da hinten! Glaubst du, ich hab Angst vor dir? Ja, ich hab Angst. Jetzt hör doch auf, du blöde Sau! Können wir das Spiel nicht langsam beenden? Jetzt musst du doch irgendwo mich bald ankriegen, oder? Mach's jetzt! Nimm mich jetzt! Ich will nicht mehr. Oh, ein Tunnel! Da ist auch meistens eine Note drin. In den Tunnel da hinten. Und sie hat so Laseraugen, so Cyberaugen. Und kann das so. Kann das so vertun. Ja. Oh, da hinten! Da hinten! Da ist er! Oh, du blöde Sau! Oh, ich bin so schwitzig. Also, ich brauche jetzt keinen Sport mehr machen. Ich bin wirklich schwitzig. Und meine Schultern sind nicht so, Leute. Meine Schultern sind eigentlich so. Aber das heißt, die Arme, die Lehne ist so kurz. Da ist kein Zettel drin! Gut, da lebt kein Zettel!
Jetzt ist aber Ruhe, Mann! Jetzt hol mich doch! Oder zeig mir zumindest, wo du... Ins Haus? Ich sollte ins Haus gehen, aber... Er kann doch im Haus sein. Ich mach die anderen Zettel als erst. Warum raschelt es denn hier so? Warte mal, wie... Hör auf mit dem Scheißdreck! Hör auf zu schreien! Soll ich singen? Soll ich vielleicht ein Ständchen singen? Also ich weiß nicht, kennt wer Tanz der Vampire? Es ist ein cooles Musical, hat mir sehr gut gefallen. Und ich könnte ja anfangen zu singen. Wenn das wer wollen würde. Und wenn ich Angst habe, dann singe ich sehr gerne. Ach komm, wo ist denn der Zettel? Ich renne im Kreis. Und der verarscht mich da irgendwie voll. Also ich meine, er weiß, dass ich Angst habe. Und ich wollte dieses Spiel wirklich nicht spielen. Also schon, aber ich habe mir das immer vorgenommen, habe mir gedacht, echt, jetzt ist aber nicht mehr lustig. Du blöde Sau. Du. Ich meine, bei mir macht er irgendwie nichts. Ich glaube, er hat mich lieb. Oh Mann, wo ist denn der nächste Zettel? Jetzt nehme ich ja schon so lange auf. Da hinten ist er. Da hinten, du blöde Dreckschwein, du. Du blöde Dreckschwein. Oh du, ich hab keine Angst. Du hast ein Smoking an und ein weißes Gesicht. Das ist ja nicht so sonderlich schlimm. Denn ich hab auch keine Bräune. Und daher macht mir deine Weiße nichts aus. Und Smoking kann man sich ganz billig kaufen. Deswegen zeigt das nicht gerade von Business. Wo bin ich denn hier jetzt? Wo sind die nächsten Zettel? Sind die noch hier am Fass dran? Ich hab vier Zettel. Ich hab blöde vier Zettel. Und wir sind schon wieder beim Scheißhaus. Ich will nicht zurück ins Scheißhaus. Weil da ist so unheimlich. Du blöden Scheißhaus. Und das Schlimme ist, wenn du glaubst, du bist safe, kommt er. Oh ja, das ist so. That's how it roll. That's how roll Slenderman is it, ne? Aber jetzt ist langsam genug hier, Mann. Ich meine, wo ist er denn? Ich meine, wo ist der Zettel? Und er wäre auch mal interessant. Weil er traut sich irgendwie nicht zu mir. Also er hört die männliche österreichische Stimme, und wenn er die österreichische Stimme hört, dann hat er natürlich auch ein bisschen Angst. Na, das ist ganz klar. Ah, da hinten ist er. Jetzt traust du, fahr mal her, du Frast. Jetzt traust du her. Komm mal näher. Ich zeig dir mal was. Wo ist er denn? Na, wo ist er? Zeig mir dein komisches Smoking. Ich trau mich auch im Kreis, damit du mich leicht überraschen kannst. Du blöde Sau. Gab's ja Angst vor dir? Was war denn das? Oh, ich schwitze! Was war denn das? Warum hat so gezittert? Schon wieder die Röhre? Ja gut. Hör auf damit! Ich hab da jetzt keine Lust mehr drauf! Bin ich der Rekordhalter im Durchhalten irgendwie? Also ich meine, gerade der am ängstlichen ist, den lässt man so lange leiden. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hol mich, du Dreckschwein! Boah, ich hab wirklich... Boah, mir ist schon richtig schlecht. Bäh. Und wenn es gibt Leute, die das amüsant finden. Ich kenne euch nicht. Bist du in der Röhre? Nee. Oh, jetzt aber genug mit der blöden Musik. Jetzt kann ich sie auch schon auswendig. Dä. Ja, jetzt wird sie immer lauter.
Oh nee, nee, es wird sie nicht lauter. Sie war immer. Erst, das gibt's ja nicht. Wo sind die anderen Zettel? Ich irre da wie ein. Und es schleppt mich immer wieder zu diesem Kackhaus dahin. Und ich habe echt kein Dings mehr. Ich kann nicht mehr. Boah, das ist heftig. Und ich muss dann. Ah! Ah, so, sehr gut. Okay, ich hatte keinen Bock mehr. Das Spiel ist. Was? Jetzt. Ich bin am Desktop geflogen. Nimmt er noch auf? Ich weiß nicht. Okay, Leute, das war's. Oh, ich schwitze. Ich kann jetzt duschen gehen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, aber das. Okay. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde mich freuen. Ansonsten. Schönen Tag.